Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine weitere Verglitchungsmethode für den GIFCAST für FredSkill zeigen. Ja, da ja einige von euch Probleme hatten mit der GIFCAST, mit der Verglitchungsmethode im LSKMI. Dafür diese Verglitchungsmethode braucht ihr auf jeden Fall eine Agentur. Und ja, ebenso braucht ihr noch entweder einen Nachtclub oder eine Arena. Und zusätzlich braucht ihr auch noch einen Freund, der sich in einer Einladungssitzung befindet und in einem Job für einen Titan drin ist. Wer jetzt keinen Freund hat, zur Verfügung hat, der kann auch mal bei mir in der Videobeschreibung mal nachschauen. Dort habe ich euch mal zwei Bots verlinkt, die sind eigentlich 24/7 in einem Job für einen Titan drin und auch in einer Einladungssitzung. Ja, die könnt ihr auch gerne adden und dafür dann auch gerne benutzen. Und ja, wenn ihr soweit dann alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch zu eurer Agentur hin und ja, dann müsst ihr es schon mal so vorbereiten, dass ihr die Beitrittsmeldung schneller bekommt. Ihr seht, ich habe es gerade gemacht und es hat ein bisschen länger gedauert. Wenn ich das zweite Mal den beitrete, bekomme ich die Meldung schneller. So, wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr immer noch ins Interaktionsmenü, dann geht ihr auf Markierung, Markierung ausblenden und noch Jobs auf eigene, so dass ihr die ganzen blauen Jobs-Markierungen habt. Und ja, dann begibt euch einfach mal zur Agentur, zum Eingang und sobald ihr jetzt im schwarzen Ladekreis seid, drückt ihr Doppel-PSN, holt euch schon mal die Meldung. Ihr müsst es nämlich so timen, dass ihr die Meldung bekommt, sobald ihr wieder sichtbar aus dem Aufzug seht. Ihr seht jetzt gerade, ich bin sichtbar im Aufzug, die Meldung holen, beitreten. Alle Meldungen jetzt kommen durch Spam. Und dann seht ihr, dass wir jetzt gefreezed sind. Das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt gehen wir nur noch auf Options, dann gehen wir auf Online. Und ja, jetzt starten wir irgendeinen Job. Ich starte einfach einen Job für einen Titan. Geht am schnellsten. So, wir warten einmal dann, bis wir in Jobmenü reingeladen werden. So, sind wir im Job drin, den Job dann einfach wieder verlassen und jetzt sind wir ohne Minimap in der Agentur wieder entfreezed. Das ist auf jeden Fall perfekt und ja, jetzt teleportieren wir uns einmal raus. So, wir teleportieren uns einfach raus. Da ich dem Bot beitrete, muss ich jetzt nicht in eine Einladungssitzung gehen, weil der Bot immer im anderen Zielmodus sich befindet. So, wir suchen uns einfach irgendeinen Job in der Nähe von unserer Agentur, warten bis wir in den Job reingeladen werden. So, dann einfach dem Bot oder dem Freund dann einmal beitreten, sobald die erste Meldung gekommen ist. Wunderbar, dem Freund dann nochmal beitreten, die zweite Meldung lehnen wir dann ab und nun spawnen wir vor unserer Agentur oder als nächstes fordern wir uns entweder irgendein Auto aus irgendeiner Arena-Garage oder aus irgendeiner Nachtclub-Garage an und fahren dann mit diesem Auto in genau dieselbe Garage rein, wo wir es her angefordert haben. So, und wenn wir dann nämlich jetzt mit dem Auto in die Garage reinfahren, wo wir es her angefordert haben, seht ihr, dann haben wir jetzt so einen flackernden Hintergrund. Der ist auf jeden Fall perfekt. Dann drücken wir einfach Dreieck, um auszusteigen und dann müssen wir jetzt wieder sichtbar auf der Map spawnen. Wunderbar. Und ja, um jetzt zu vermeiden, dass wir durch die Map fallen, gehen wir auf Options, auf Online und starten nochmal einen Job für einen Titan. Es kann nämlich sein, dass man dann manchmal, wenn man verglitscht ist, dann einfach durch die Map fällt. Und ja, wenn man jetzt nochmal in den Job reingeht, dann wird das nicht mehr passieren. So, sind wir drin angekommen, dann können wir den Job auch ganz einfach wieder verlassen. Und jetzt, um wirklich sicher zu gehen, dass wir auch wirklich verglitscht sind, einmal Interaktionsmenü öffnen auf Inventar und dann einmal ferngesteuerten Panzer oder den RC Bandito anfordern. Sind wir dann drin angekommen, direkt wieder verlassen und dann seht ihr, müssten wir jetzt dann blinkend wieder spawnen. Ja, alternativ könnt ihr auch vorne in einen Jobkreis reingehen, einmal kurz in den Job rein und wieder raus, das hat denselben Effekt. Und ja, jetzt seid ihr auf jeden Fall verglitscht und das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie der GIFCAST for Friends geht, dann das Video kann ich euch auf jeden Fall auch noch in der Videobeschreibung verlinken. Ich wollte euch jetzt nur den Verglitch-Part zeigen und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.